krass. Also, als ob die Aussicht und so nicht krass genug war. Oder den Bahnfahrt hier oben nicht krass genug war. Wo ich teilweise fast vertikal gefühlt da saß. Also das ist halt ein Monster. Ja. Aber erklär mir, warum ist das so einfach noch ganz anderes als nur den Schiefer-Cuvée? Ja, das sind unsere Top-Lagen. Ja? Also wir haben unsere Lagenweine, da haben wir drei Spitzenlagen drin. Das ist der Nefer Frauenberg, der Ediger Elsdorfberg und natürlich auch der Weinberg hier. Der Bremer Kalmund. Bremer Kalmund für uns die absolute Bedeutung als steilster Weinberg Europas, das hast du ja gemerkt. Habe ich gefühlt, ja. Hammer, Hammerlage. Aber wir machen das nicht nur, weil es steil ist, sondern hier haben wir das einzigartige Terroir. Ja? Und der Boden, die Strukturen davon, dieser hohe Schieferanteil und die kargen Böden, die zwingen die Reben quasi dazu, wirklich richtig viel Power aufzuwenden, um Geschmack in die Trauben reinzubekommen. Und davon profitieren wir nachher. Und das hast du im Glas. Weil wenn das so schwierig ist, als ein Environ, also überhaupt für die Reben, die müssen so krass kämpfen, die müssen so tief ins Erde gehen mit den Wurzeln. Ne? Sind nicht wie so faule Kinder, die einfach oben auf dem Sofa chillen und wollen alles gefüttert bekommen und so. Die müssen wirklich da reingehen. Ne? Ja, genau, das ist ja das Thema. Ich meine, wir machen das nicht zum Spaß. Die Arbeit hier ist hart. Es ist alles anders als Spaß. Das ist Spaß, aber das mag bestimmt keins. Aber wirklich, wenn jemanden fragt, ja, hey, ich finde der Riesling gut genug in dem Basisniveau oder halt in dem Schieferniveau, ist alles wunderbar. Aber warum bezahlt man so viel mehr für so einen Riesling? Es kann nicht so viel besser sein. Doch, verdammt mal ja, weil es ist die Idee jetzt von Terroir. Diese Einzigartigkeit, wo man steht, die Höhe, die Situation, die Steilgrad, also alles kommt zusammen in eine magische Einzigartigkeit. Ganz genau. Und dazu kommen noch ganz andere Faktoren. Guck dir die Reben an hier. Ne? Das sind alte Reben. Die Reben hier haben schon über 60 Jahre auf dem Buckel. Die sind gar nicht mehr in der Lage, Menge zu produzieren. Ja? Der Ertrag hier ist so klein, dass das, was wir ernten, so dicht im Geschmack ist und so voller Aroma. Aber und hey, das ist jetzt nur ein paar Minuten im Glas, ne? Also nicht mehr so viel Luft. Und er macht auf und auf. Das ist so der Zwiebeln-Effekt. Ne? So papp, 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 die Geschmäcker kommen, diese runde so Cremigkeit, diese Power, Würzigkeit. Diese typische so Bergpfirsich-Ding ist natürlich da. Die Steine, diese Steine im Mund, diese Stücke hier sind wirklich dran zu beißen. Wirklich, ist krass. Und das ist genau, was der so auch lang im Keller hält, ne? Und auch also, so geil reifen kann. Wie alt kannst du wirklich der Wein trinken? Boah, das ist immer jahrgangsabhängig natürlich. Ich gebe nie Versprechungen, ne? Einfach pauschal. Das kann man nicht tun, weil jeder Jahrgang ist anders. Aber 5 bis 10 Jahre ist schon ein guter Zeitraum. Du gibst, also für mich gibt es so immer so einen Spruch, dass, oh no, eine geile Wein braucht Zeit. Ja, ja, ist das so. Aber die geilste Weine, sagte Henri Jaillet, die Legende aus dem Burgund, schon mal 60 Jahre her. Ein geiler Wein, ein Spitzenwein, muss kein Ugly Duckling sein. Es muss nicht hässlich am Anfang sein, dass er irgendwann mal schön wird. Es kann auch geil am Anfang an sein. Und du machst den Ding jetzt auf und es explodiert. Aber ich denke mal, wenn jemand mich fragt, ja, hey, ich habe dieses Jahr ein Kind bekommen, was soll ich kaufen? Hallo. Wenn das Kind 18 Jahre alt ist, macht er richtig Spaß. Ach Mann, freue mich schon. Ich habe kein Kind, aber vielleicht mache ich mal eins, wenn ich so einen Grund habe, so eine Kiste davon zu kaufen. Aber die kriegst du von mir dann geschenkt. Du hast schon mal gesagt, ja, die Reben sind alt und die produzieren ja nicht so viel mehr. Also was ist das in Relation zum Flachlagen zum Beispiel? Ja, ganz einfach gesagt. Flachlage dürfen wir 12.500 Liter pro Hektar ernten. Und hier dürfen wir das auch, aber da kommen wir niemals dran bei den alten Reben. Hier reden wir über eine Menge von 3.000, maximal 4.000 Liter pro Hektar. Also gerade mal bis zu ein Viertel. Ja, es ist Wahnsinn. Und dementsprechend ist natürlich mehr Kraft, mehr Power im Wein. Also natürlich gibt es einen Sprung im Preis zwischen den Schiefer und so ein Wein. Ne? Aber gibt es auch bestimmt Gründe dafür? Ja, klar. Also ich meine, der Hauptgrund, den hast du im Glas, ja? Nämlich den Geschmack, die Qualität. Aber wir haben hier natürlich einen ganz anderen Arbeitsaufwand. Und hier reden wir von 100% Handarbeit.
Ja, du musst dir vorstellen, jede einzelne dieser Rebstöcke, die werden bis zu 18 Mal im Jahr von Hand bearbeitet. Krass. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, und das ist einfach was, was sich natürlich auch ein bisschen im Preis, aber auch in der Exklusivität widerspiegeln muss. Weil diese Lagen hier sind limitiert. Da gibt es nicht unendlich von Flachlagen. Ach Mensch, da kriegst du, die findest du überall. Ja, aber das hier, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das gibt es. Wie viele Flaschen reden wir davon? Du, von dem hier gibt es jetzt gerade mal 2.500 Flaschen. Also, boah, okay. Okay. Und Preislage? Sind wir bei 19,80 Euro. Also ey, Alter, 19 Euro für so ein Monster, das ist ja eh nix. Also, ihr müsst auch wissen, ja, Moselweine waren in den Herkunft wirklich teurer als jeder große Burgund und jeder große Bordeaux. Du kriegst teilweise 3 Flaschen Latage für eine Flasche, also restsüße Moselwein. Ne? Und jetzt stehen wir hier mit so einer Arbeit und so ein geiler Wein und du kriegst das für eine unter 20. Das ist für mich irgendwie krank. Aber das sagen mir andere Winzerkollegen aus anderen Weinregionen auch immer. Mensch, seid ihr verrückt. Ja, ist so, ist so. Aber hey, ich genieße es. Und also eine bessere Preis-Leistung gibt es ja überhaupt gar nicht. Also ganz cheers. Ehrlich.